Bist du bereit? Ich bin bereit. GG. Gut gehen. Sag mal vorher aber nicht, ne? GG. Nee, Good Luck Have Fun ist der Ja. GLHF. Klassiker. GLHF. Boah, direkt Vorstoßvariante. Hier gegen 39 Mal, oder? Ne, 38. 38, genau, wenn man nur 15 Sekunden dazu bekommt. Nicht 30. Egal. So, Karo kann hier. Mal gucken, wer da spielt. Ja, das wird jetzt ein wilder Ritt, aber das sag ich ja immer, ne? Sagst du, glaube ich, echt immer. Ist das dein Spruch, ne? So. Ja, das Problem ist, ich spiele ja öfter etwas, weil Leute die Theorie nicht kennen, aber gegen dich weiß ich gar nicht, wie, wenn perfekte Züge kommen, wie gut das ist. Ich auch nicht. Das müssen wir uns noch anschauen. Was sagt ein berühmter LOL-Streamer immer in seinem Stream? Das wird ein wilder Ritt. Nee, welcher? Welcher berühmte Twitch-Streamer sagt ständig, das wird ein wilder Ritt? So, ich habe jetzt fünf Züge in 5 Sekunden. Also mehr als eine Sekunde, also weniger als eine Sekunde kann ich kaum verbrauchen irgendwie. Trimax? Nee. Witzig. Das wird ein wilder Ritt. Sagt Trimax auch mal, das wird ein wilder Ritt? Ich glaube nicht, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Also vielleicht tut das doch und tue ihn hier Unrecht. Und klaue quasi seinen Signaturspruch, aber das wäre mir auch neu. Kennst du Trimax persönlich? Ja, ich habe Clash Royale früher als Moderator begleitet und da sind wir uns öfter über den Weg gelaufen. Ist ein lieber Kerl, würde man im Rheinland sagen. Ja, macht auch einen sehr lieben Eindruck aus. Ja, Macht einen lieben doch. Eindruck. Ja, Einfach. genau das, was du sagst. Netten Woher Eindruck, anders? ja. Was hältst du von der Stellung generell? Wir haben gerade da 6 Züge, ist noch gar nichts passiert. Ja, ist doch jetzt schon spannend. Ist doch klasse. Findest du? Ich Also. weiß nicht. Ich finde die Karo-Kanne-Öffnung. Also ganz oft schlage ich C5 und spiele dann B4 und aber ich glaube, gegen dich wäre das nicht meine Überlege, was das Entscheidung tun gewesen, könnte. die ich hier haben will. Frage dich nach deinem Motiv. Da kannst du wieder pre-moven, ne? Da bist du Sicher. in deinem Element. 10 Züge in 8 Sekunden. Durch das Pre-Move natürlich. Nicht, dass es so wahnsinnig gut wäre. Mal den. Mal den. Da ging aber jetzt Zeit drauf, ne? Leider ja, weil ich den Bauern nicht so richtig gepackt bekommen habe mit der Maus. Das sind dann doch wieder die Mechanics, über die wir eben mal gesprochen hatten. Ich bin ein alter Mann, im Gegensatz zu dir. Ja. Das schiebt man gerne so vor, ne? Aber wie mache ich das denn jetzt? Was sagst du? Schwierige Nummer. Egal. Nicht so viel Zeit. Können wir den machen? Pre-moven? Gefährlich, ne? Falls er den macht. Kann ich nicht pre-moven. Er wird den höchstens wahrscheinlich nicht machen. Jetzt sagst du jetzt, na, aber rechne immer mit dem Schlimmsten. Hast du nicht gemacht. Ich dachte an G4. Wenn du G4 pre-movest, dann greifst du meinen Springer an. Deswegen kann ich dann Ich, nicht. Aber G4 ist ja, natürlich. Angriffe G4 ist sind ein komischer, fantastisch. ist kein guter Zug. Wahrscheinlich so, ne? Nachdem. Aber wie viel hast du noch? 16, ne? Du kommst eigentlich ganz gut durch die Zeit, gerade. Ja, 15 Züge in 14 Sekunden, das ist gut. Den.
Habe ich länger mit dem Gedanken gespielt und mich dann dazu entschlossen? Bereue ich natürlich auch sofort. Ja, ich bereue, dass ich 4 Sekunden dafür verbraucht habe. Ich muss eigentlich sofort ziehen. Aber du lässt dir mehr Zeit und dadurch wirst du auch in Zeitnot kommen. Ach, Zeitung kenne ich nicht. Definitiv. Was ist denn hier? Was passiert denn hier? Da passiert das und dann passiert das. Denkt über den nach. Aber das ist Quatsch, weil das einen Bauern einstellt. Das war nicht Folge gut. ja eine etwas andere Agenda. Ja, du willst matt setzen, ich weiß. Ich hab's gesehen. Der Schlingel hat hier matt gedroht, ne? Aber das ist nicht ein Bauernwert, vor allem nicht keinen zentralen Bauern. Und vor allem ich greife Ja, seinen aber Läufer das. an. Eigentlich kann ich jetzt, ja, eigentlich müsste ich Pre-Move machen, aber ich mach's mal nicht. Vor allem bitte nicht mit Ansage, das ist sehr verlockend. Ja, nur Pre-Moves zu machen ist halt natürlich so ein bisschen auch Glückssache, ne, logischerweise, weil wenn der Gegner halt mal nicht das macht, was man erwartet, er kann jetzt zum Beispiel hier schlagen. Ist natürlich kompletter Unsinn, deswegen kann ich nicht Ja, eben. D4 Pre-Moven, weil dann bin ich matt. Ne? Der Zug ist natürlich Quatsch eigentlich. Jetzt spielt er auf Zeit hier. So. Er kann auch sehr schnell spielen, habt ihr das gemerkt? Wenn's sein muss. Ja, der Pre-Move war aber auch risky. Nee. Ja, da habe ich kurz überlegt, ob ich mal ausfalle, weißt Aber du? wenn du auf. Ich kann ja nur schlagen, wenn du schlägst. Deswegen war der definitiv nicht Ah, risky. stimmt, ja, das ist auch richtig. Ah, da sind halt keine Fehler jetzt in der Phase, ne? Also. Wild. Das wird jetzt unangenehm, ne? Yeses. Oh. Ja, nicht mal Paradedisziplin, Remis habe ich noch rausgeholt, ey. leider. Hättest du nicht den Turm geopfert, dann hättest du es gewonnen. Wirklich? Ja, Ich muss natürlich. sagen, ich. Ja, natürlich. Ja. Ich hatte ja keine Zeit mehr. Ja, das stimmt, aber das ist ja auch. Wenn du nicht auf E2 den Bauern nimmst, war das. Dann hätte ich das auf Zeit nicht mehr geschafft, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Aber was wäre denn hier der richtige Zug gewesen, wo ich E2 Irgendwas. genommen habe? Irgendwas anderes halt, ne? Irgendwas anderes. B4, irgendwas. Hauptsache Aber nicht. dann nimmst du doch E1 die Dame, oder? Dann, oh mein Gott, ja klar. Der Turm deckt das Feld. Ich muss Schach geben und dann eine Dame holen. Oder die. Ja. Allerdings, okay, ich. Nee, Turm E7 ist richtig. Turm E7, den Turm zurück nach E7. Und dann geht Ja. das. Die Ja, Stellung ist zwar so gewonnen für läuft mich, es. aber ich schaff's nicht mehr auf Zeit. Ich schaff's nicht mehr. Dadurch, dass du auf E2 nimmst, bekomme ich ja noch mal, kann ich noch mal alles abgrasen, was noch da war. Und dann wird's Remis. Ja, sehr, sehr cool. Also ich muss sagen, es ist tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil man geht halt dann ausnahmsweise doch mal davon aus, dass der Gegner immer den perfekten Zug findet. Das macht Schach dann doch ein bisschen anders.
Und du bist wirklich deutlich besser geworden. Ganz klar. Ja, Also. danke.